Und damit herzlich willkommen bei Let's Play TDU 2 zur nächsten Folge, wo ich jetzt tatsächlich die Nummerierung vergessen habe. Hier waren wir jetzt fertig, wir haben 109.000, das ist ja relativ gut so bisher. Ja, mittlerweile ist die erste Folge draußen. Elite-Meisterschaft Ibiza Osten, 65.000. Kamaro sind, okay, die machen wir noch, die könnten wir jetzt höchstens machen, ne? Meisterschaft B4. Aber das ist doch hier. Genau, B4. Ich glaube, da sollten wir mal unser Ziel hinsetzen. GPS-Ziel meine ich. So. Und dann gucken wir mal, wie wir... Alter, 20 Kilometer. Ganz ehrlich. Eine Frage. Waren wir nicht letzte Folge woanders? Kann das sein, dass er da irgendwas nicht mit gespeichert hat? Waren wir nicht irgendwo noch anders? Ich weiß es nicht mehr. Also ein Hammer hatten wir. Ich weiß es nicht. Die haben wir gewonnen. Genau. Ich muss mich auch erstmal wieder reinfinden. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, was wir letzte Folge gemacht haben, weil das schon über 2 Wochen lang her ist. Ich habe bisher nur noch ein bisschen... Ja, ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe mir jetzt gedacht, irgendwann muss das Spiel doch erscheinen und jetzt ist die erste Folge auch erschienen. Und ich freue mich sehr. Ja, tue ich ja. So, für die Meisterschaft brauchen wir einen Hammer, ne? Müssen wir haben. Lass mich mal ausrollen. Also, Mal gucken. Na? Würdest du? So. So. 16 Kilometer, Alter. Hatten wir nicht noch woanders hin so eine lange Kilometerzahl gemacht? Kann das sein? Das war aber zur Meisterschaft. Nee. Oder? Ich weiß nicht, da sind wir hauptsächlich über Grand gefahren. So viel kann ich mir noch dran erinnern. Was haben wir hier? Chevrolet, okay. Kennen wir schon mal schon. Aufpassen. Mal längs fährt. Das alltägliche Motorengeräusch. Ja, das passiert, wenn man... Der fährt nochmal schnell an uns vorbei. Ich finde ja den Hammer gar nicht so schlecht, ne? Aber mal gucken, ob der für die nächste auch reicht. Na, tschüssi. Nein! Warum weicht der denn auch nicht aus? Ich habe da tatsächlich manchmal meine Schwierigkeiten beim Fahren. Ne? Ich weiß auch nicht, warum die mir entgegenkommen. Straßenkrafträder. Oh, das könnte interessant werden. Hier können Sie Motorräderprobe fahren und kaufen. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett, aber möchte ich bis jetzt noch gar nicht. Ich will erstmal die 12 Kilometer schaffen hier. Sehr ruhige Fahrt. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab.
Kann ich auch. Kann ich auch. Ich kann auch rufen. Ich weiß nicht, was daran so besonders ist, aber wenn die anderen Autofahrer drauf stehen, dann mache ich es auch. Warte mal. Ja, guck mal. Ja, aber so. Toll. Diese Schaltfläche erlaubt es Ihnen, einen Speed-Wettbewerb im Mehrspielermodus zu starten. Wir spielen aber nicht im Mehrspielermodus, wir spielen im Einzelspielermodus, weil wir der Story nachgehen wollen. So ein bisschen, ne? Wobei ich weiß nicht, ob man das wirklich Story nennen kann oder ob man das eher. Na, Story kann man es glaube ich nicht nennen. Wohl eher Rennstory. Es geht ja hier wirklich sehr viel um Autorennen, ne? Na komm, zur Seite. Der hat einen schönen Wagen. Ich glaube, ein Land Rover war das. Was haben wir hier? Audi! Jupp, da mache ich doch gleich mal einen Unfall. Audi, okay, da können wir auch mal vorbeischauen. Wie viele interessante Dinge wir hier wieder auf der Strecke finden. Ich nehme gern hier die Innenansicht, aber ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen mit der Außenansicht fahren. Kilometer. Noch eine Brücke. Es geht nur geradeaus. Ups. 5 Kilometer noch. Ich bin schon die ersten 872 Kilometer schon gefahren. Das ist schon ganz schön viel. Wenn man das mit den Rennen einberechnet. Uah. Können Sie Ihr Fahrzeug waschen? Ja, was soll ich mein Fahrzeug denn waschen, bitte? Brauche ich doch gar nicht. Ist doch Geldverschwendung. Achtung. Ja. Gegen die einzige Laterne hier der ganzen Insel bin ich gegengefahren. Super. Keine weit und breit, aber genau die, genau dagegen fahre ich gerade. Super. Oh Mann. An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Jupp, ich biege mal. Biegen Sie rechts ab. Ja, tue ich doch schon. Jetzt ganz ruhig. Ihr Fahrziel befindet sich noch 3 Kilometer entfernt. Ich kann selber lesen. Dieses Navi, ne? Wir müssen dem Navi noch einen Namen geben. Wir müssen ganz ehrlich dem Navi noch einen Namen geben. Boah Gott, ist das weit weg. Wann sind wir da? Ihr Fahrziel befindet sich noch 2 Kilometer entfernt. Ja. Ja. 1,7, ne? 1,6. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1,5 Kilometer entfernt. Ja. Das hört sich doch schon besser an. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1 Kilometer entfernt. Ein ganzer Kilometer nur noch. Oh, rechts rum. An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Alter, hallo. Fahr doch mal anständig. Ich würde da gerade rechts abbiegen. So, ich gehe mal wieder in die Innenperspektive. Sie haben Ihr Fahrziel. Frankie ist auch schon da. Hallo zusammen und willkommen zur Solar Crown. Was zum... Heute treffen wir uns mit den Wilder-Brüdern bei ihren Trainingsläufen, bevor der nächste Wettbewerb der Solar Crown losgeht. Oh, ich hoffe, es gibt keine Verletzten. Der Sieg gehört uns! Diesmal sind wir bereit. Der Sieg gehört uns! Okay.
Live von der Startlinie eines neuen Solar Crown Rennens. Wer wird heute der Gewinner sein? Wetten Sie mit! Bin mal gespannt. So klar. Nein! Nein. Schon wieder der gleiche Fehler. Oh. Kommt man doch gar nicht vorbei. Okay, oh, Mikrofon war glaube ich aus eben gerade. Hat man glaube ich gehört. So, das haben wir jetzt schon geschafft hier. Fick dich. Ganz ehrlich. Gott. Mann, jetzt macht es mich gerade wieder ein bisschen aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb bin ich auch gerade so ein bisschen leise. Einfach die Wut zu unterdrücken, einfach das ein bisschen wegzudrücken und das nicht in der Aufnahme frei sprechen zu lassen. So, versuchen wir es also noch einmal. Wir wollen den ersten Platz. Nein! Hallo? Alter! Ich mach mal ganz kurz das Mikrofon wieder aus. Ich muss mich ganz gut konzentrieren. Ne? Thank you.
weiß echt nicht, was ich sagen soll. Aber gut, dann werden wir das jetzt gleich mit dem 6. oder 8. Platz versuchen. Oder mit dem 4. Platz bestehen, dann ist es mir auch egal. Und die Bremsen sind so schlecht von diesem Wagen, ne? Die sind sowas von schlecht, das kann man echt nicht Bremsen nennen. So, 2. Platz wenigstens. 7 Checkpoints. Ich würde den 2. Platz auch ganz okay finden. Hier jetzt mal. Wir müssen ja nicht, eigentlich nicht jedes Rennen gewinnen, ne? Wäre zwar schon sehr nett und schön, aber ich bestehe darauf nicht so unbedingt. Okay. Na gut, wenigstens dieses Rennen. Ich meine, wir haben schon viele geschafft, viele Rennen, aber wir müssen eigentlich nicht jedes Rennen mit Platz 1 bestehen. Ich wüsste sogar tatsächlich schon, was passieren würde, wenn wir Platz 1 ständig wären. Oder wenn wir bei einem Rennen wirklich auf jedem Teil auf Platz 1 wären. Die Motoren auf der Startgeraden werden gestartet. Letzte Momente der Erwartung, bevor der Kampf um die Spitze beginnt. Was für Überraschungen wird die Solar Crown diesmal für uns bereithalten? Dann würden wir nämlich, wenn wir jedes, wirklich jedes Rennen mit Platz 1 bestehen, dann würden wir tatsächlich die Autos von den jeweiligen Konkurrenten bekommen. Ich bin darauf nicht so scharf, von daher ist mir das eigentlich nicht so, mir ist es eigentlich ein bisschen egal, weil tatsächlich im Let's Play ist es ein bisschen schwierig zu halten, dass es alles auf Platz 1 ist und so. Da bin ich froh, wenn ich die Meisterschaften schon so gewinne. Ne? Wo ich zwar nicht immer auf Platz 1 bin, aber insgesamt auf Platz 1, da bin ich schon sehr glücklich. Ja, schon im roten Bereich, das gefällt mir natürlich sofort. Ich muss es, glaube ich, auch nicht verstehen, ne? Ich meine ja, ich bin ja auch zufrieden, wenn wir einige Meisterschaften nicht so ganz mit Erfolg schaffen. Da wäre ich dann auch zufrieden. Und wenigstens, wir kommen ein bisschen im Spiel weiter, ne? Das ist die Hauptsache, nicht, dass wir irgendwo festhängen oder so. Ich weiß zwar nicht, wie das ist, wenn wir jetzt eine Meisterschaft nicht voll und ganz gewinnen, nur mit 2. Platz oder so. Aber theoretisch müsste die Story doch auch weitergehen, oder? Theoretisch. Das war nicht so gut. Platz 4! Was? Oh, aber in der gesamten Meisterschaft auf Platz 2, na gut. Okay,
läuft jetzt irgendwie nicht mehr so ganz okay. Aber Platz 2 ist für mich noch... Ich find's nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich find's nicht so schlimm, wenn wir mal was verhauen oder so. Ganz ehrlich, und wie viel wir jetzt schon geschafft haben, allein in diesen paar Folgen. Passen Sie gut auf, dies könnte der Wendepunkt in dieser Meisterschaft sein. Heute kann sich keiner Fehler erlauben, denn dies ist ein Rennen gegen die Zeit. Ist ganz ehrlich, wenn wir nicht alles schaffen, ist ja auch okay, ne? Ich bin da nicht traurig oder so. Hoffentlich geht es mit der Story dann weiter. Nämlich, wenn wir dann alles irgendwie gewinnen müssen, dann würde ich das offscreen machen, dass ich dann alles auf Platz 1 oder so gewinnen werde und dann, dass wir die Story dann so weiter aufnehmen. Das würde ich dann für euch zurechtschneiden oder so. Das wäre ja nicht das Problem. Glaube ich nicht so gut. Das war nicht so gut. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal auf den Neuanfang, weil ich doch noch so ein bisschen was schaffen möchte. Ich möchte mich ja ein bisschen anstrengen hier. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was reißen hier, ne? Los geht's. Verstehe ich jetzt nicht, ne? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ich gebe die ganze Zeit Vollgas, ne? Mal hier und ein paar Mal abbremsen, das muss ja sein, das müssen ja die anderen auch machen. Aber jetzt schon im roten Bereich zu sein? Tut mir leid. Ja, genau. Das muss ich nicht... Ja, genau. Das muss ich nicht ganz verstehen, ne? Das muss ich wirklich nicht ganz verstehen. Das ist echt unglaublich, mein Mann. Oh Mann, das Spiel bringt zwar ein bisschen Spaß, aber es ist auch manchmal echt... Boah, manchmal geht es echt an die Grenzen. Weil man, wie oft man sowas einfach wiederholt, das ist einfach... Auch für den Zuschauer, ich hoffe, es ist für euch halbwegs interessant hier zuzuschauen, ne? Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man zuschaut. Also ich weiß es schon so ein bisschen, aber ich kann ja nicht sagen, worauf ihr so genau steht, ne? Eher auf Action, eher auf Fahren, eher auf Strategie, eher auf Indie-Games oder sowas. Ey, mal gucken, ne? Könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren da ausdiskutieren. Na, guck mal, jetzt, das finde ich okay. Das finde ich akzeptabel, dass hier noch alles grün ist. Nein! Der Punkt mit der Brücke. Oh, den schaffe ich doch nicht mehr so. Nein, nicht Herausforderung verlassen. Mann. Oh Gott, ey, darauf falle ich immer wieder rein. Dieser Scheiß, diese enge, dünne Brücke, ey, wo man rüber muss. Ich weiß gar nicht, wie ich da ranfahren muss. Ich weiß nicht, ob ich da mit Vollgas reinfahren soll oder ob ich da ein bisschen gebremst reinfahren soll. Wenn ich gebremst reinfahre, dann bin ich sofort wieder im roten Bereich. Da habe ich das Spiel sowieso schon wieder verloren. Es ist blöd, wenn man die Strecke nicht kennt. Das ist echt blöd, wenn man die noch nie gefahren ist. Sowas ist echt scheiße. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Hm? Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum ich wieder im Boden bin. Na gut, egal. Fahren wir halt die Meisterschaft, ne? Das ist ja... Ich find's jetzt nicht so schlimm. Ich fahr mal mit Vorsicht. Jetzt bin ich im roten Bereich, aber schaffe die Brücke natürlich. Oh Gott, ist die eng.
Naja. Ich verstehe es. Ich verstehe es teilweise nicht. Ich gebe die ganze Zeit Vollgas und manchmal sagt er, ja, hier, grüner Bereich, manchmal roter Bereich. Der ist so, wie er lustig ist. Ja, genau. Genau. Weißt du was? Ich fahre jetzt einfach weiter, weil ich einfach keinen Bock habe mehr, das zu wiederholen. Manchmal ist das Spiel sowas von frustrierend. Ich weiß auch nicht, ob ich das Let's Play wirklich zu Ende machen werde. Weil das Spiel manchmal einfach so ätzend ist. Es ist ätzend, nicht weiterzukommen. Sowas ist echt ätzend. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob man das wirklich Let's Playen sollte oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Und ich tue es ja jetzt mittlerweile einfach so. Neun, Alter. 989, ey. Was sollen wir denn hier noch groß reißen? Hier, 10, 5, wow. Alter, das wird immer schlimmer. Gleich ist er schon mal 20, ne? Da kommen gleich diese ganzen Zickzack-Kurven. Darauf freue ich mich jetzt schon. Komme ich halt als Achter rein. Da werde ich bestimmt Achter sein. Ganz ehrlich, wenn ich schon ein kleines bisschen im roten Bereich bin, dann schon vierter Platz, dann ist das jetzt hier auch schon Achter. Guck mal, die Zahl geht immer höher da. Die Verzögerung. Was soll man denn da reißen? Was soll ich da jetzt noch großartig reißen? Es wird wahrscheinlich nächstes Mal, wenn ich es jetzt wiederholen würde, würde es wiederkommen, würde es wiederkommen, würde es wiederkommen, würde es wiederkommen. Ich bräuchte schon sowas von viel Glück, um damit es nicht wiederkommt. Es ist. Jetzt sollte ich eigentlich im Ziel sein. Naja. Ich bin noch einen ganzen Checkpoint entfernt. Na gut. Das ist einfach so, wie es ist. Wenn ich jetzt nicht achter Platz bin, ne, dann frisst mich ein Schaf hier. Aber da habe ich halt das Rennen ein bisschen verkackt. Naja, gut. Sechster! Ah, Platz 3 auf der ganzen Meisterschaft. Hm. Ja, ist jetzt halt so. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen, so. Guck mal, was haben wir noch offen hier? 9 Kilometer, 3 Runden. Das kann was werden. Ganz ehrlich, ist es mir auch egal. Wir müssen nicht alles mit Platz 1 gewinnen. Ganz ehrlich, wenn die solange die Story weitergeht, ist es alles okay. Und Mann. Los geht's, ein neuer Wettbewerb um die Solar Crown hat begonnen. Ja. Viel Glück euch allen, ich sehe euch an der Zielgeraden. Jetzt hör auf zu nerven, lass mich jetzt einfach mal fahren. So, Ryan und Chris, na gut, die beiden hier. Über den habe ich mich noch vor ein paar Folgen lustig gemacht, könnt ihr euch noch dran erinnern? Oh Mann. Wir brauchen da so eine scheiß Absperrung mitten rein. Ja, wenigstens weiß ich, wo ich überhaupt überholen muss. Das weiß ich wenigstens jetzt. Dicht hinter ihm. Das können wir schaffen. Hallo? Nicht drehen. Würdest du bitte mal fahren? Wir sind gerade auf Platz 2. Das könnte interessant werden.
Mann, Mann, Mann. Ganz ehrlich, das kann was werden. Jetzt bleibt der Wagen auch noch stehen, ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Auto? Jetzt komm, Hammer. H3. Enttäusche mich bitte nicht, wir sind Platz 2. Damit bin ich schon relativ zufrieden. Gut, das ist scheinbar so die Ecke, wo ich tatsächlich ein bisschen mal überholen bin. Hier haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen was gerissen. Jetzt heißt es nur noch Platz 1 bleiben. Bleib einfach Platz 1. Einfach Platz 1. So. Ich bemühe mich jetzt mal so ein bisschen, ne? Kann ja auch nicht schaden. Der Drift von mir. Schon jetzt Ziel. Na komm, wenigstens können wir unser gutes Fahren können wir jetzt mal unter Beweis stellen. Der ganzen Meisterschaft immer noch auf Platz 3. Na gut. Aber einmal Platz 1 darf doch sein, oder nicht? So. Jetzt haben wir noch 2. Ich würde sagen, damit würde ich erstmal die Folge fürs Erste beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.